Als wenn da Hunger kommt, da kann man auch mal den Faschismus akzeptieren. Latex-Nutzstück. Manga-Magazin. Na, Tino, ich habe gerade so einen Short gesehen von so einem Funkkanal, True Doku. Mhm. Da geht es darum, wir haben es ja heute Silvester, ne? Passt auf eure Stimmt. Augen. Da hat sich jemand mit römischen Lichtern beschossen und da ist ein so eine Kugel ins Auge rein. Und der ist jetzt auf diesem Auge erblindet. Ja, kann froh sein, hätte er doch ins Auge gehen können, ne? Ja, ist richtig. Und da gibt es diverse OPs jetzt noch, um das irgendwie noch zu retten. Aber auch cisgeschlechtliche OPs, nicht nur diverse. Ja. Für alle gibt's was. Und ganz am Ende fragt dieser Funkkanal dann, willst du mehr sehen? Den ganzen Film gibt es auch auf YouTube. Er klickt so, ja. Da ist so sein trauriges, einäugiges Gesicht drüber, willst du mehr sehen? Ungünstig. Es gab auch mal diesen Klassiker, ich weiß nicht, ob das ein Fake war, aber bei uns zur Schulzeit wurde das rumgeschickt per Bluetooth. Zeitungsartikel mit Anne Frank, ne, so ein Artikel, und dann halt rechts unten so eine Werbung von E.ON, Gaslieferung und sowas. Das war schon sehr schwierig. Spicy. Was mir nicht schwierig fallen wird, ist, dieses Jahr Revue passieren zu lassen, denn dann habe ich diverse Statistiken und Überblicke und so. Krass. Das wird ja, glaube ich, Hauptbestand des heutigen Podcasts sein. Das haben wir noch nie gemacht, ist mir aufgefallen, aber das Jahr an sich mit einer Zahl zu bewerten. Ach so, ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Da wir letzte Woche die Woche vergessen haben zu bewerten. Ja. Wir wären bei einer 8 gewesen letzte Woche. Das also stimmt. Für alle, die da jetzt Buch führen, tragt euch eine 8 rein. Das sind ja auch die meisten, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Die notieren sich auch so die Gag-Anzahl und so, wer die meisten hat und so. Da kommen sie ja nicht hinterher mit Notieren. Ach, bei uns doch nicht. Wir sind ein seriöser Podcast. In Amsterdam kam ich nicht hinterher mit Nutztieren. Das war jetzt... Nutztieren? Also, nee, Nutztiere. Das war zum einen sexistisch und frauenfeindlich. Zum anderen war das ein Neologismus, den ich da geschafft habe. Was du alles schaffst, Alter. Ja, das ist der Wahnsinn. Es ist noch nicht mal um 3 und ich habe hier schon die Welt verbessert wieder. Ja, wir nehmen sonst eher mittags auf, aber da, also ich war gestern lange feiern. Ich war gestern lange feiern. Beim Band der Oke mit Dion, Kalle, Vince und Mio und das in Erfurt. Und das war echt witzig. Hm. Du hast ja halt eine Liveband, ne? Und kannst halt Karaoke singen mit dem. Das heißt, da sieht so eine Liste aus. Da musst du dann. Eine Liste, die können halt nicht alle lieber. Also wenn ich da jetzt ankomme und will den neuen Lancer, dann haben wir noch nicht im Repertoire. Aber die Mischung war sehr bunt und so eine Liste mit 4 Seiten mit Top 40 Hits so. Und da konntest du dich quasi eintragen und konntest. Aber der Ansturm war halt riesengroß. Also ich kam dreimal dran zum Glück. Nee, zweimal. Zweimal kam ich dran, obwohl ich 4 eingereicht habe. Aye. Und ich bin auch jeden Song nur einmal, maximal zweimal, wenn er schon länger her ist. Okay. Was ich verstehen kann, und das war echt zwar ein buntes Potpourri. Es konnten eigentlich echt nur so 10% wirklich gut singen, was ja okay ist, ne? Aber es war schon. Darum geht's ja. Also. Das Coole war halt eben, dass sich die Leute trauen, die nicht so gut singen können. Und dann auch mit Liveband mal dieses Gefühl zu haben, das war richtig toll. Ich habe die Flippers gesungen, 40 Jahre die Flippers natürlich. Ich finde das sehr schön, dass du endlich mal das Gefühl hattest, mit einer Band auf einer Bühne zu stehen. Ja, hab ich noch nie gehabt vorher. Ja. Und ich war der Erste quasi. Und dann so gegen 11 habe ich dann von Falco Amadeus gedroppt. Und da sind alle ausgeflippt, die Leute. Da ist es direkt geil. Von 11 auf 12 gesprungen, ey. Weil die Leute die Zeit vordrehen wollten. Ist so, es gab guten Applaus. Und zwar war toll. Also ich kann es nur empfehlen. Band der Oke ist halt so ein Projekt in Erfurt. Und die machen das öfter mal in verschiedenen Einrichtungen. Auch in Weimar jetzt im Februar, glaube ich. Am 24. im Zebra. Band der Oke, richtig geil. Kann ich empfehlen. Macht Spaß. Schön. Danach waren wir noch in einem, wir wollten was essen und waren in so einem, also ich will jetzt nicht gleich sagen Fascholaden, aber das war halt so. Aber Höcke hat davor einen Hitlergruß gemacht. Ich habe ihn nett begrüßt und dachte, naja, komm, ist nicht alles schlecht. Es war so ein Burger, so ein Imbiss halt, der irgendwie damit wirbt, bis nachts noch Essen zu machen, bis um 4 oder so. Und wir kamen halt da rein und erstmal nichts ahnt, war auch voll freundlich der Mann so. Da sehe ich halt schon mal so, ich sag mal, alte Begriffe für gewisse Speisen. Mhm. Wo ich dachte, okay, Erfurt so ein bisschen hinterher bei allem, also das Z-Wort zum Beispiel, Schnitzel und so, ne? Dachte ich, Schnitzel wird mit Z geschrieben. Genau, das Z-Wort schnitzel ich auch nicht. In welcher Rechtschreibung heißt denn das irgendwie? Ja, eben, das ist uralt und dachte, okay, na gut. Schnitzel. Wir bestellen dann so Kroketten, so das Einzige, was vegan war, so einigermaßen. Und dann sehe ich halt so eine Spendenschwein, ne?
Ich bin übrigens nach wie vor noch nicht großer Fan darüber, dass so, wenn man es als Wort thematisiert, das zu tabuisieren. Das, beim N-Wort gehe ich da noch am ehesten mit. Aber ja, ich musste da gerade mal drüber nachdenken. Man muss es jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde, man muss da jetzt auch nicht eine gewisse Furcht drüber haben, weil keiner der Beleidigten ist beleidigt, wenn du verurteilst, dass Leute dieses Wort in diesem Laden verwenden und dabei dieses Wort nennst. Ich will es doch nicht verbieten, sag ja auch nur, ich sag's für mich nicht. Wenn ihr sagen wollt, sagt's halt, dann seid ihr halt einfach falsch. Jetzt sag doch mal Ziege. Nee, genau, und zwar war halt Ziegenschnitzel. Ein Schwein. Nee, es war nicht Ziege. Na, dann ist aber wirklich ein schlechtes Ziegenschnitzel. Das war halt so ein Spendenschwein, wo du so Geld reinwirfst. Ja. Und das Schweinchen hatte halt so ein paar schwarze Flecken. Auch so einen, schon einen schwarzen Seitenscheitel und halt auch einen schwarzen Fleck unter der Nase. Mhm. Hat gezwinkert so. Dachte ich mir auch schon, okay, ich kombiniere. Ja, aber Hitler als Schwein darstellen ist jetzt erstmal nicht wo du Geld reinsteckst, nett. Ist erstmal völlig wertfremd, natürlich. Und dann, na gut, es war jetzt vielleicht nicht der Höhepunkt, aber so das i-Tüpfelchen. Dann haben wir uns halt hingesetzt und die Sitzkissen waren halt mit schwarz-weiß-roten Farben. Also es war schon irgendwie Indizien, für einen Laden, der jetzt... Es ist so gut, weil mir liegt das fern, da irgendwie das eigentlich gut zu finden. Aber jedes Mal, wenn du solche Sachen berichtest, komme ich in so eine Position, wo ich irgendwas verteidigen muss, was mir eigentlich scheißegal ist, nur um irgendwie mal so eine Gegendarstellung zu haben. Robin, in der Shoah sind dir 6 Millionen Juden gestorben. Robin so, ach, naja, Moment! Ja, jedenfalls war das ein sehr funny Erlebnis und wir haben uns unwohl gefühlt, aber er war sehr freundlich, der Verkäufer und so, und Essen war auch okay, also deswegen will ich jetzt auch nicht so schimpfen, aber man muss schon sagen, Erfurt ist nochmal irgendwie ein was anderes. Pflaster. Sehr heiß, genau. Das nur kurz dazu. Okay, hast du Geld in dieses Schwein reingesteckt? Nein, aber ich habe das überlegt, weil ich bin ja echt so ein Mensch, ich bin jetzt nicht reich, aber ich weiß halt irgendwie, ich gebe ganz gerne Geld für Essen aus und so und kann worshipen, wenn Leute halt irgendwie Geld spenden für, sammeln für irgendwas Cooles. Und ich werfe manchmal auch so ein Euro-Stück rein bei solchen Läden. Und deswegen habe ich mir angeguckt, diese Schweine, dann habe ich diesen Hitlerbart gesehen, dachte mir, nee, dafür spende ich jetzt mal ausnahmsweise mal nicht. Ich weiß ja nicht. Ich war überrascht, da war auch so ein Flyer von einem Hund, den man adoptieren kann, so einen kleinen Kampfhund, so wie man so schön sagt, ne? Aber drauf stand, ich bin geimpft im Stubenrein. Wo ich dachte, oh, ein geimpfter Hund, ob den jemand haben will, weiß ich nicht. So ein Schlafschafhund. Okay, also Bela B. sang vor 20 Jahren schon Deutsche kaufen nicht bei Nazis. Tino entscheidet sich dagegen. Ich hab den Song völlig vergessen, Alter. Ja, das hast du gestern bewiesen. Nee, wir haben uns angeguckt gestern und dachten uns, weil auch vor diesem Deutschland fahren auf den Sitzkissen. Wir haben uns aber schon angeguckt und dachten uns so, stellen wir jetzt trotzdem was oder eher nicht? Irgendwie so, Magenknurrt, komm. Als wenn da Hunger kommt, da kann man auch mal den Faschismus akzeptieren. Na klar, auch Müllermilch trinken und so, kein Problem. Ich würde nicht. Jetzt noch, weißt du, dieser arme Laden wird hier gerade verunglimpft. Ich würde dich doch mal hingehen. Das sind alles eine Verquickung von Zufällen und jetzt ja, ist es ja Hitler himself plötzlich. Nee, doch, ich würde schon sagen, es war eher problematisch, aber wir hatten Hunger, es war spät nachts und so, ein einziger Laden, der offen hatte. Du bist ein richtig schlechter Linker. Ich finde, die anderen sollten dich jetzt aus dem linken Spektrum rausverbannen, weil du nicht links genug bist. Ich bin doch eh unangenehm links, von daher ist es doch völlig angebracht. Ach, in die Richtung ist das gemeint, genau. Dass du quasi nicht links genug bist und dadurch unangenehm. Genau, ich bin nicht konsequent genug. Ich habe ja auch Freiwild letzte Woche auch gelobt für ihren tollen Song. Das ist ja fast so, als wäre das Leben facettenreich und nicht in schwarz-weiß eingliederbar. Graustufen und so, ne? Das geht ja gar nicht. Deswegen gibt es auch die grauen Wölfe, ne? Die sind ja auch so wegen Graustufen und so. Ja. Graustufen sieht außerdem der Typ mit dem Silvesterfeuerwerk im Auge und ja. Damit sind wir beim Thema. Heute ist es Silvester. Ich hoffe, ihr passt alle auf eure Augen auf. Aber bevor wir euch entlassen können in die Festivitäten, müssen wir euch natürlich ganz viel tolle News mit an die Hand geben, die diese Woche passiert sind. Ja. Und Highlights des Jahres. Eigentlich ist mir diese Woche gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Ich würde schon in erster Linie so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen. Was ist denn diese Woche wirklich Wichtiges passiert? Eigentlich nicht so viel. Also es gibt in Amerika wieder so Sachen, dass irgendwie der Trump vom, ich glaube, warte was, ich guck's lieber nach, Colorado war ja das erste und jetzt ist Maine dazu gekommen und in Virginia, glaube ich, ist es die Notion gefeilt worden, dass halt Trump nicht auf die Ballot kommt. In zwei Staaten jetzt, ne? Ja, und der dritte hat halt auch schon angefangen. Und natürlich sagen jetzt die Republikaner wieder, oh, das ist aber der Untergang der Demokratie. Und
Die Demokraten sagen, das ist das Retten der Demokratie. Und wer waren die Richter, die das entschieden haben? Das waren von Trump. Das waren Republikaner, genau, die das eingeleitet haben. Genau. Und es sind ja die States' Rights, ne? Die Staaten dürfen ja machen, was sie wollen. Und es ist ja auch faktisch an Recht sich gehalten worden, weil in diesen States' Rights steht auch drin, dass wenn jemand eine Insurrection, ja, angeführt hat, was ja erwiesenermaßen mittlerweile so ist, dann kann der von dieser Liste runterfliegen. Also da wurde nichts irgendwie sich ausgedacht oder sonst was. Ja. Gut. Also dann ist schon was Wichtiges passiert. Also es gibt also einmal was ganz Krasses. Das hat mir gerade noch Dion gesagt, bevor ich hier losgelaufen bin. Und zwar, Pippi's Beauty Palace hat ein neues Profilbild. Ja. Das ist die Springmeldung der Woche. Wohl erst heute passiert. Ich hoffe, es ist nicht schon wieder das dritte Mal ihr fetter Bauch. Nee, um mal schwanger. Wenn man xenophob ist, ist man fremdenfeindlich. Was ist, wenn man schwangerenfeindlich? Bibiphob. Okay, ich guck mal kurz, was schwanger auf Latein heißt. Und dann sage ich euch, was ich bin. Jedenfalls hat der Bibi jetzt schon seit Jahren nichts mehr gepostet, so richtig, ne? In den sozialen Medien. Faule Sau. Eben. Gravida. Gravidaphob. Gravidaphob bin ich. Ganz schön krass. Fette Schwangerenbäuche. Ah, Gravitation, deswegen, da kommt das vielleicht, Gravitationsfeld und so. Ja, weil die dann so fett sind. Nein, Kinder sind ganz toll. Wirklich, supi. Call of the Kinder und die Eltern. Ich mag das, wenn die mich anschreien. Ich bin durch die PISA-Studien, habe jetzt gemerkt, wie dumm unsere Kinder eigentlich sind, aber ist auch egal. Jedenfalls, Bibi ist zurück oder kommt vielleicht zurück mit neuem Profilbild und neuen Content. Hier ploppt als erste wichtige Frage auf, wie anstrengend ist schwanger sein? Ja, so 5 von 10. Geht. Ungefähr. Ja, okay, sorry. Und noch ein krasses, also das will ich gar nicht jetzt vertiefen, weil die mir egal ist. Es haben genug Leute sich in Bibi vertieft. Ja. Und da sind auch Resultate bei rausgekommen. Mindestens 2 Personen. Ja. Ich bin heute wieder richtig asozial, Alter. Das ist voll in Ordnung. Es ist Jahresende. Es muss alles raus. Und Wolfgang Schäuble ist gestorben, der ehemalige Bundestagspräsident. Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich jemand Wichtiges gestorben, nämlich der Actor von Parasite. Der auch, genau, stimmt, der auch. Der ist, glaube ich, da wurde er wegen Drogen, wurde er wohl gesucht oder so? Ja, aber das war Cannabis. Das ist natürlich da in Korea nochmal ein bisschen was anderes. Das stimmt. Ja. Und Schäuble, für mich ist das ein großes Ding, weil das ist ja der CDU-Politiker, der im Rollstuhl sitzt und so, da ist ein Attentat damals irgendwie zum Opfer gefallen. Und der Täter ist dann irgendwie nicht freigesprochen worden, aber es war halt irgendwie, weil er psychisch krank war, kam man nur irgendwie in die Psychiatrie. Ja, so um 2008 rum war Schäuble besonders in den Medien, da hieß es, steh auf, wenn du für Freiheit bist. Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht, er war nämlich mit Ursel zusammen, ganz vorne an der Front, ging es da nicht auch das erste Mal schon um die Speicherung von Internetdaten? Ich glaube, das auch, Vorratsdatenspeicherung müsste das gewesen sein. Und auch, dass er wohl auch Foltermethoden irgendwie gut geheißen hat bei Terrorbekämpfung und so. Das sagt der Mann, der kein Gefühl in den Beinen hat, weißt du? Kitzelt doch die Leute mal ein bisschen an den Beinen. Zu wenig Gefühl, und nicht nur in den Beinen, auch woanders. Ich finde das gut. Ich habe das nämlich gegoogelt und alle so, warum er so eine bedeutende, wichtige Person in der Politik war und ein großer Mann und so. Und wir shit-talken den hier nur in einer Tour. Nee, er hat schon Sachen auch gemacht, die gut waren, aber mir fallen gerade keine ein. Und er war ja auch in späten Affären und so verwickelt, in Korruptionsfälle und so, ist alles nicht so gut. Aber cool. Der ist jetzt tot, jetzt dürfen wir nichts Negatives über den sagen. Er ist endlich gegangen, kann man sagen. Das war mal ein Parteiplakat von uns, da hatten wir so einen Rollstuhl drauf und dann so Schäuble muss gehen, das war ganz witzig. Ja. Jedenfalls ist er jetzt gestorben, ich habe irgendwo gelesen, dass es Krebs gewesen sein soll, aber ich weiß nicht, er war ja auch schon ziemlich alt und ist jetzt halt weg. So. Und ist richtig. Ist wie es ist. Der Parasite-Schauspieler, der ist ein Verlust für die Welt und ich finde das wirklich schade, weil Parasite ist... ein absoluter Banger-Film. Ich weiß nicht, hast du den eigentlich mittlerweile gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, du hast mir empfohlen, du hörst aber... halt immer nicht auf das, was ich weiß nicht, sage, wo, an Film. Also die gibt es immer nicht bei solchen so Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und WWE Network und so oder Pornhub Plus. Gibt es ja nirgendwo den Film. Ja, also Filme illegal gucken macht man halt auch nicht. Eben, ich mache das aber nicht, ich noch den, nicht. Ich habe den im vielleicht. Kino geguckt. Und das war hier im Lichthaus, also im Alternativkino. Und ich glaube, der war auch so gedacht, dass der so unterm Radar läuft in Deutschland. Aber dann ist das halt so ein Hit geworden. Wegen Oscar und so, ne? Oder? Oscar? So auch, irgendwas? Aber also wie halt auch bei Everywhere All at Once ist ja auch so ein Ding, was eher so ein Indie-Film war. Und dann ist das übelst durch die Decke gegangen. Wie dem auch sei, schade. Sehr schade, ja.
Gut. Ich war im Kino. Parasite. Ich war im Kino vor 3 Tagen für euch, zumindest bei Tribute von Panem. Das ist wirklich nett, dass du für uns dieses Opfer bringst. Ja, gerne. Und ich, kann sagen, es lohnt sich. Ich meine, ich habe nur den ersten Teil von den Tribute von Panem gesehen. Aber Mio meinte, man kann den letzten Film auch sehen, jetzt ohne die vorigen Teile gesehen zu haben, als er so eine Vorgeschichte ist. Und war gut, also war spannend. Man erfährt so ein bisschen von diesem Dr. Snow, oder wie der heißt, die Vorgeschichte und wie er halt dem wurde, wie er ist. Und das fand ich ganz gut. Also meine Kinoempfehlung wäre Tribute von Panem, Dingsbums. Meine nicht, aber ich habe auch nicht gesehen. Und der Feuerstein. Der Feuerkelch. Keine Ahnung, wie der Teil hieß. Ich habe gehört, Wonka soll besser sein, als man denkt, aber... Es ist ein Musical, gesehen, was viele überrascht hat. Die gehen ja an diesen Film rein und müssen dann die Gesänge ertragen. Aber ich mag Musical auch. Ich habe hier irgendwie so einen Clip mir hier reingeballert, aber der ist weg. Wurde gelöscht vielleicht wegen Urheberrecht. Ja, muss was richtig Wichtiges gewesen sein, keine Ahnung. Und ich habe noch einen Fun-Fact zum kleinen Lord. Kennst du den Film, der kleine Lord? Der kleine Prinz kenne ich. Nee, der kleine Lord ist so ein blonder Junge gewesen und so eine Weihnachtsgeschichte und so weiter. Und der gilt als richtig süßer Film und so. Und der Junge hat auch toll gespielt und so. Und jetzt habe ich gelesen, dass der Schauspieler ein Verschwörungstheoretiker und Neonazi geworden ist. Ah, und er hat auch Royals gesungen, ne? Bestimmt, bestimmt. Der kleine Lord? Achso, genau, ja, stimmt. Ja, das ist die gleiche Person. Mhm. Ja. Nee, schade. Dann raus jetzt, raus die Sau. Was noch so passiert diese Woche? Ach, ist mir scheißegal. Eins habe ich noch, die Sendung mit der Maus verlässt Twitter. Jetzt, wo die raus sind, können wir alle rausgehen, komm. Jetzt gibt es ja Threads, hier das neue. Ja, ich habe gesehen, du bist begeistert von der Werbung, die machen. Ja, also mir wurde halt vorgeschlagen, irgendwelche antisemitischer und so homophober Scheiß irgendwie, ich weiß nicht. Naja, das ist ja personalisierte Werbung, die wissen einfach, was du brauchst. Okay, dann ist es gut getroffen. Der Algorithmus kennt dich halt. Ist ja echt, weil ich ja echt ganz auch so Sachen auch google und so und auch bei Instagram eingebe, um halt zu gucken, was gerade der aktuelle Stand ist. Kann schon sein, dass es dann sind deswegen... Jugend immer noch gut. Ja, genau. Das was war, der aktuelle Stand. Weiß man ja jeden Tag nicht, ne? Und ja, schwierig. Ja. Nee, Threads, da bin ich auch ganz kurz davor, da mal reinzugucken. Eigentlich nicht, aber im Bus, im Zug nach Sachsen, saß es halt so ein Pärchen drin und der Typ hat gesagt, ey, hier, hast du dich da bei Threads angemeldet? Und sie so, ja, habe ich gestern gemacht. Und ich habe heute Morgen hatte ich schon 100 Follower. Und er so, ja, das ist ganz neu, das ist ja krass, also kostet ja nichts und kann man ja mal machen und so. Und da dachte ich, wow. Cool, ne? Und du nimmst wohl auch die Follower zum Teil mit. Oder zumindest kannst du automatisch auch denen folgen, die Instagram haben. Es ist quasi das gleiche wie Instagram, nur halt als Twitter so ein bisschen, ne? Und das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, warum man das alles so aufteilen muss. Also ich glaube, das ist jetzt nicht Threads Schuld, dass du sowas angezeigt bekommen hast, sondern jede Plattform. Meine Schuld, sagst du. Es ist deine Schuld und jede Plattform, wo nicht Content in Form von Bild und Video im Mittelpunkt steht, sondern wirklich nur Meinung, Text, die ist halt prädestiniert für sowas, ne? Muss man sagen, leider. Wie dem auch sei, lass uns doch mal das Jahr Revue passieren lassen. Gerne. Angefangen mit natürlich der allerwichtigsten Statistik des Jahres, nämlich was sind die meistgesuchten Videospielcharaktere auf Pornhub? Du sagst es. Peach. Peach ist hier, glaube ich, gar nicht drin, weil du mit deinen komischen Retro-Gedanken hier schon wieder... Nur Videospiel oder geht auch hier Rot von Jagger dich nicht? Der ist schon sehr geil, ne? Nee, nur Videospiele. Ach so. Aber Peach ist tatsächlich nicht in den Top 25, die ich jetzt... Last of Us vielleicht? Ist das neue, das PS4-Spiel? Weil das so hervor... Das spiele ich halt theoretisch gerade im Livestream, auch wenn der letzte Stream Monate her ist, aber... Ah, okay. Das ist von 2020. Aber sie vielleicht hier von Last of Us, obwohl die ja minderjährig ist? Die ist da nicht mehr minderjährig und tatsächlich ist sie hier auch nicht dabei. Mhm. Du denkst, glaube ich, zu spezifisch. Obwohl eigentlich durch die Serie, da kommen wir ja auch nochmal dazu, die dieses Jahr war, hätte das eigentlich nochmal im Fokus stehen müssen. Wobei da ist sie ja theoretisch noch minderjährig, auch wenn die Schauspielerin es nicht ist. Blanka vielleicht? Oh, da bist du, glaube ich, nah dran. War das Street Fighter, kenne ich mich zwar nicht aus, aber hatte ich hier, glaube ich, irgendwo gesehen. Also Chun-Li, oder wie sie heißt vielleicht. Chun-Li? Ja. Die ist tatsächlich von... Street Fighter, wie du richtig sagst, aber die ist hier auf Platz 1. Ach echt? Aber mit Fortnite krass gelistet, weil die bei Fortnite irgendwie dieses Jahr als Bonuscharakter reingekommen ist. Ja, was gilt nicht als Fortnite? So, also Chun-Li ist natürlich so ein Klassiker, die ist dadurch bekannt und beliebt, dass sie so sehr mächtige Oberschenkel hat, was jetzt nicht so mein Ding ist, aber das ist wohl sehr beliebt bei den Leuten. Tomb Raider vielleicht noch?
Sehr richtig, die ist auf Platz 4. Tino, ja. Du kennst dich richtig aus mit Videospielen. Inzwischen, ja. Ja. Dann eine Figur aus vor 2 Jahren, glaube ich. Da hatten wir auch mal drüber besprochen. Lady Dimitrescu von Resident Evil. Das ist so eine 4 Meter hohe Vampirfrau. Ah, und die Leute von 0 auf 100 übelst drauf abgegangen sind, was ich auch nicht verstehe. Ansonsten haben wir natürlich noch einen weiteren Klassiker. Tifa von Final Fantasy. Okay. Ja, uralt, aber wurde halt jetzt erst geremaked. Das ist auf Platz 2. Und Diva von Overwatch. Das ist so einer, die so orange angezogen ist. Weiß ich nicht. Overwatch nicht meins. Mich überrascht gerade Sonic. Sonic ist hier auf Platz 6. Einfach so sexy, der Typ. Auch Mario, Alter. Mario auf Platz 8. Das kann ich verstehen. Wurde viel gesucht. Mit dem geilen Schnauzer. Dann haben wir Ada Wong noch dazwischen auf Platz 7, auch von Resident Evil. Und dann, ja, so die üblichen Verdächtigen sind natürlich auch nochmal dabei. Ashley und Jill von Resident Evil. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen spezifischer, sag ich mal. Pokémon, Cardi, ja. Einiges noch von Fortnite und Overwatch. Ansonsten jetzt hier nichts super... Samus Aran ist noch auf dem 24. Platz und Freya, God of War, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber das macht mich ehrlich gesagt nicht so an. Also gerade so irgendwelche, so, wobei so, doch so Cosplay-Porn könnte ich mir schon vorstellen, dass das cool ist, tatsächlich. Hm. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich dachte gerade an diese Comic oder so Hentais, ne? Ja. Die fand ich immer irgendwie boring, weil das immer alles so überzeichnet war. Alle hatten so riesen Brüste, riesen Pimmel oder irgendwelche Krakenarme und so. Das ist nicht meins, aber so Cosplay kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so eine große Kategorie ist, dass das irgendwie, also das ist, weil die Leute das suchen, heißt es ja noch lange nicht, dass es das gibt, weißt du? Naja, aber wenn die Nachfrage groß ist, wird es auch ein Angebot geben dementsprechend. Ich gucke jetzt nochmal nach allgemeiner Statistik, die ich jetzt noch nicht rausgesucht habe. Hier, zack, Movies and Characters gibt es nämlich auch. So Most Searched Terms auf 2023, das ist ja hier schon wieder ein Screenshot für Ants. Da muss ich kurz mal auf die Seite drauf gehen, damit ich das auch erkennen kann. Trends that define 2023. Golden Age ist auf... Das ist ja richtig... Das würde ich ja richtig freuen. Das ist ja wild, was hier passiert. Was also, ist Golden Age? Naja, so reife Milfs und Dilfs. Ach, die auf Pornos gesucht werden, oder wie? Ja. Ah, okay. Plus 77% dieses Jahr. Ist auch nicht meins, ehrlich Dilf, gesagt. Also Dad, I'd like to fuck, plus 71. Granny. Und jetzt wird es ja richtig abartig, ja? Also da muss ich jetzt mal King shame. Nee, Granny ist hochgegangen um 168%. Sexy Granny. Und habe ich einmal einen Porno gesehen als Jugendlicher, das weiß ich noch. Da hatte ein junger Typ mit irgendeiner seiner Oma oder Nachbarin Sex und irgendwie hatte sich dann runtergeholt auf ihrer Couch. Da kam sie halt überraschend früh halt nach Hause und sie meint, ach, mein Junge, soll ich dir helfen? Und er so, du bist doch meine Oma. Ja, ist doch egal, guckt doch eh keiner zu. Hat die Oma immer runtergeholt, das fand ich sehr weird. Nette Oma. Ist nicht mein Ding leider, Granny King. Ich finde es okay, wenn ihr auf Grannys steht, aber ist nicht meins. Auf Platz 2 an Kategorien, die dazugekommen sind, haben wir Super Size, also Big, Big, Biggest, Big. Also vielleicht öffnen sich die Leute ja den Massive, Huge, Gay Cocks. Oder ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also Big Tits steckt da auch mit drin, aber Cock wird hier als erstes genannt. Dann an Platz 3, Sex Machine, Top Trending Search Android, ist um 1689% gestiegen. Also mit Maschinen quasi. Ja, so Roboter, alles mögliche um 300%. Und NPC, Non-Playable Character, ist auch um 1500% gestiegen. Aber das sind so vielleicht Personen irgendwie dann einfach da liegen und so tun, als wären sie irgendwelche Character, so huh. Ja, ich glaube, das ist... Ja, genau, durch diesen Trend wird das wahrscheinlich auch so ein bisschen angestoßen sein, weil auf TikTok wird halt das nicht befriedigt, dass die dann irgendwie auch sexuelle Handlungen machen, sondern die fressen halt nur Emojis, aber das ist schon echt erstaunlich. Also bis jetzt für mich nichts dabei, muss ich sagen. Auf Platz 4, Uniforms, also alles, was mit Uniformen zu tun hat, Soldat, Krieg, stimmt, Israel wird invaded, schnell mal auf Pornhub. Ukraine und so, ja. Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen, auch nicht meins. Und dann haben wir tatsächlich etwas Wholesomes auf Platz 5, Sexual Healing. Ja, Therapie wurde viel gegoogelt. Doktorspiele und so. Mhm. Physical Healing, Massagetherapie, Therapie Sex, Foot Therapy. Also das ist so ein Ding, alles irgendwie ein bisschen wholesome, muss ich sagen. So, und dann gibt es natürlich Kategorien hier noch, die interessant sind. Ganz vorne dran, Koreanisch und Japanisch ist gestiegen um jeweils um die 75%. Kann ich verstehen, ja. Cartoon, Cosplay ist auch gestiegen, ansonsten jetzt nichts weiter Spannendes. Kategorien, die am allerlängsten geschaut wurden.
Da haben wir ganz oben Small Tits. Ah. Ich verstehe nicht ganz, was die Zahlen hier. Plus 106 108 Sekunden. Verstehe nicht ganz. Hätte ich aber auch gedacht, dass da auch so Cranny-Porn weit oben ist, weil die auch sehr lange brauchen, um sie auszuziehen und so. Ein bisschen länger ja, gucken stimmt. Und so. Ja, es wird vorgeskippt. Okay. Ja, und dann haben wir Brünette, Double Penetration, Hardcore Big Ass, Big Dick. Übrigens auf Wiedersehen zur Monetarisierung dieses Videos. Aber ohne Scheiß. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele männliche Hetero-Personen ganz, ganz viel Gay-Content konsumieren, ohne es zu ahnen. Ohne es zu ahnen? Also sowas wie so. Double Penetration, wo du zwei Pimmel hast. Ja gut. Das, ja. Ist schon was Gayes. Da hast du halt mehr Männer-Pimmel als halt Frauen im Bild. Ja, das stimmt, aber ich glaube, da. Change my mind. Also ich dachte, du meinst jetzt so, huch, das ist ja ein Männerarsch, den ich da plötzlich sehe. Das habe ich ja gar nicht gewusst. So. Aber in diese Richtung ist es nicht gemeint. Von daher, also ich weiß nicht. Ich denke also, schon. Also ja, ne, das ist schon, aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Es ist jetzt auch nicht irgendwie meins, ungeahnt, aber also ich glaube, da geht es eher um so ein Machtding auch oder so. Oder halt die Alte komplett zu annihilaten. Also ich sage, jeder Porno, in dem ein Pimmel vorkommt, also in dem eine männliche Person vorkommt, hat was Schwules an sich. Okay. Muss man sagen. So, was auf jeden Fall die Kategorien sind, die am wenigsten oder am kürzesten geschaut werden, haben wir ganz oben Füße. Da gibt es jetzt mindestens einen Zuhörer, der aufschreit. Ja, die brauchen nicht lange, glaube ich, um zu kommen. Ah, stimmt, ja. Solo Male, Scissoring, Muscular Man, also das hat ein bisschen gelitten dieses Jahr. Was, nochmal? Scissoring Man? Solo Male, Komma, Scissoring ist die nächste Kategorie. Ah, okay. Mhm. Und so weiter und so fort. So, Most Searched Terms of 2023. Ganz oben Hentai. Mhm. Nach wie vor finde ich, ich weiß nicht, also nee, holt mich nicht ab. Eine große, große Interessengruppe, aber ich weiß nicht, das ist wirklich, vor allem sehen die gefühlt für mich alle gleich aus. So, das ist irgendwie. Ja. Ich finde es ästhetisch ganz spannend. Ich war auch mal auf einer Ausstellung hier in Weimar, da ging es halt um Hentai-Porn. Das war ganz cool. Aber um mich jetzt zu stimulieren, würde ich jetzt mir kein Hentai angucken. Dann haben wir auf Platz 2 MILF, das ist um 1 hochgegangen. Also auch hier, die älteren Semester können aufatmen, ihr seid beliebt. Mhm. Und nächstes Jahr vielleicht sogar auf der 1. Lesbian ist auf der 3, war letztes Jahr auf der 4. Auch Gay-Content? Ja. Japanese ist dann auf der 4, ist 2 Plätze runtergegangen. Oh. Wahrscheinlich haben die Zensurmaschine wieder höher gestellt oder so. Und dann kommt Pinay, was philippinisch sein müsste. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so einen Markt gibt. Ich hoffe, das hat nicht so viel zu tun mit diesem Typen, der da irgendwie vor einigen Jahrzehnten mal verurteilt wurde. Der da so einen schwierigen Ring hatte. Scully oder wie er hieß. Dann, ja, das war Platz 5. Wir gehen jetzt vielleicht nicht alles durch. Anal, Asian, Latina, Big Ass, Stepmom ist jetzt nicht weiter überraschend. Mhm, nee. Klassiker. Was ich halt nicht verstehe so ganz, MILF ist halt auf der 2, aber ganz unten hier auf Platz 25 ist Mature. Das ist ja eigentlich relativ nah beieinander. Das ist ähnlich, ja. Oder die Menschen kennen halt mehr den Begriff MILF als Mature. Möglich, ja. Mature ist auf jeden Fall plus 12. Das ist richtig hochgegangen. Und auf Platz 24 ist Animation. Ich finde Mature ist schon so plus 40. Hm, stimmt. Aber es ist halt erstaunlich. Also Animation ist halt plus 18 gegangen. Das heißt, es ist richtig angestiegen dieses Jahr. Ist irgendwas, was krass abgestürzt ist, wo ganz krass Minus ist? Nee, nee. Nicht wirklich. Nee, okay. Rammstein oder so. Kommen es gab nur ein plus 12 nochmal. Femboy, ja, plus stimmt. Plus 12%. Und Trans, das ist hochgegangen. Sehr schön. Most Searched Gay Terms, Twink, ganz oben. Anime, immer. Auch auf der 2. Also Twinks sind ja, für die Menschen, die es nicht wissen, Twinks sind ja junge, hübsche Männer. So, also so 18 plus. Ich dachte, das sind so Anfang 20. Dünne oder so, so kleine Tinos. Das müssen halt so Schönlinge sein, so typisch Boybands, das sind halt meistens so Twinks, ne? Und ohne Behaarung meistens, zumindest im oberen Bereich. Unten ist dann wieder egal. Wir haben auf Platz 6 ein interessantes Ding. Plus 27 Plätze für Curious Straight Friends. Also so ein eigentlich Straighter, der aber mal ausprobieren will. Ja, das ist echt so ein Ding tatsächlich. Es gibt auch ganz viele Porns, so, wo so Schwule ihre besten Kumpel zu bereden, dass sie ihnen einblasen dürfen. Und dann filmen die sich eben dabei. Hm. Gut, ich glaube, die anderen Kategorien sind nicht so interessant, wo halt jetzt welches Land am meisten geguckt hat. Das ist spannend. Gen Z hat Cosplay ganz oben, ist interessant. Mhm. Gen Y, also Millennials, wir haben Muscular Man ganz oben, okay. Entertainment. Gen X hat Scissoring und die Boomers haben Smoking ganz oben, okay. Boah, sind die Boomer Smoking,
Und Transgender auf Platz 2. Aha. Die aber Boomers, die gerade in Amerika die größten Verfechter sind von ganz schlimm. Angst vor Drag Queens, aber sich einen abkloppen dazu. Hm? Was denkst du, wie viel Prozent weibliche Zuschauer hat Pornhub? 20%. 36. Ah ja, okay. Hm. Immerhin. So, und das favorisierteste bei Gender ist hier angegeben, Männer, Japanese ganz oben, Frauen, Lesbian und dann Japanese ganz oben. Also die Japaner sind einfach... Die räumen ab. Die machen hier alles. Viewed more by women compared to men, scissoring und transgender. Ja, okay. Mhm. Ja, also das ist ja ganz schön viel. Most searched movie characters, Star Wars, Harley Quinn, Game of Thrones ganz oben. Harley Quinn, ja, ist ja klar. Ja. Fortnite, Overwatch, Minecraft, Alter, ihr seid alle Weirdos. Minecraft, Spaß. Porn. Haben die auch dann so Quadratpimmel? Bestimmt. Ekelhaft. So, Pornstars bei Women kenne ich jetzt hier nicht so. Und dann noch, ja, okay, wir müssen auch ein bisschen mal zum Jahr kommen. Jetzt können sich hier so lange an dem aufhängen. Ich habe noch eine aktuelle News, und zwar Kanye West, oder auch Ye genannt, ja, hat sich entschuldigt. Entschuldigung, ich finde Hitler doch nicht ganz so gut. Er hat den Naidoo gemacht und sagte, auf Hebräisch, hat er auf seinem Instagram geschrieben, ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft für jeden nicht beabsichtigten Wutausbruch, der durch meine Worte oder meine Taten verursacht wurde. Hat er nicht beabsichtigt. Und das guckt, Wiederholungstäter unbeabsichtigt. Also einmal dieses nicht beabsichtigte Wutausbruch finde ich ein bisschen schwierig. So, er sollte schon dazu stehen, dass es schon intendiert war. Und es ist kurz vor Album-Release, also nicht ganz zufällig. Ja. Cool. Also aber glauben wir ihm das? Direkt der nächste Post ist, genau, ist dann Yeezy.com. Ja, wieso ist? Ja, die Yeezy-Pots. Also... Also ich sag mal abwarten. Wirklich 2 Tage nach seinem Juden, tut mir leid, hier kauft mein Produkt. Ich bin ja offen dafür, dass Menschen sich ändern und so, finde ich ja cool, aber ich finde so ein Sorry Leute reicht für mich nicht aus. Er muss noch ein bisschen mehr beweisen, dass er es wirklich ernst meint und sich jetzt auch nachhaltig irgendwie einsetzt für gegen Antisemitismus und für Menschenrechte. He is speaking in Jewish. In Jewish. 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 Ja. Wahrscheinlich Google Translator oder so. It's Kanye West Lover 9-11. Verstehe ich nicht. Yay, please just drop. Free Palestine. How many more records can I break? What does this mean, Kanye West? Free Palestine. Toll. This is not yay. They disappeared him. Oh Gott, Alter. Es ist auch funny, wenn dann so VerschwörungstheoretikerInnen und so dann selber in Fokus geraten von ihrem eigenen Klientel. Das ist mal ganz schön. Naja, gut. Wir kommen mal zum Jahr. Wir gehen es mal wieder durch an den Google Search Trends, würde ich sagen. Das können wir dann auch noch spezifischer machen, weil das ist jetzt hier international und nicht deutschlandspezifisch. Aber gucken wir doch mal. Direkt das erste kenne ich nicht. Al-Nassr FC. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Fußballclub. Weiß nicht, was da los war. War für den Brennpunkt nicht relevant. Nö, für uns Scheiß nicht drauf. Ja. Ich weiß noch genau, das habe ich letztes Jahr mit Herodes gemacht, diesen Rückblick. Stimmt, da stimmt. Warst du nicht da. Und da war nämlich im Dezember ChatGPT und wir wussten zu dem Zeitpunkt beide nicht, was es ist. Mhm. Also es war noch ganz frisch. Jetzt wissen es alle. Ist hier aber im Januar nicht mehr drin, hat aber dann doch am Anfang des Jahres schon ziemlich die Medien in Atem gehalten. Muss sagen, ich hatte da auch einen Monat richtig viel Spaß, aber jetzt ist das auch komplett irgendwie... Das Novum ist abgenutzt, daher habe ich nicht mehr viel von irgendwie. Ich habe es schon immer genutzt irgendwie, auch für die Arbeit und so, das ist schon ganz interessant. Also klar, hin und wieder nutzen, so einmal alle 2 Wochen mache ich auch, aber es hat nicht mehr diesen Entertainment-Faktor. Am Anfang fand ich es witzig. Das ist doch normal, ist doch bei allen Sachen so. Ja. Dann als nächstes Andrew Tate hat man natürlich hier, ja, der hat auch einiges an Scheiße gebaut und wurde dann verhaftet, glaube ich, dieses Jahr am Anfang. Ne? Genau, weil ja... Als er entdeckt wurde wegen einer Pizzaschachtel. Hat ja Thunberg so ein bisschen verursacht, ne, seine Verhaftung, kann man ja sagen. Ich habe irgendwas davon gelesen, dass er jetzt wohl gesagt haben soll, dass er Essen irgendwie dumm findet. Also Menschen, er kann Menschen nicht verstehen, die Essen feiern. Also die es geil finden zu essen. Männer, die kochen, sind schwach. Also, weil das so ein niederer Impuls ist, weißt du, sich zu ernähren. Das ist einfach, das unterscheidet uns nicht vom Tier. Also wenn es echt ist, ich weiß es nicht, ich habe es als Screenshot gesehen. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommis schreiben, ob es echt ist. Ja, dann haben wir als nächstes Covid. Das hat da seinen Hochpunkt erreicht zu Beginn des Jahres, so Januar, Februar. Aber über das ganze Jahr verteilt sehen wir hier. Und im Herbst wieder ein bisschen höher, weil wir da eine hohe Inzidenz hatten. Wurde relativ viel gegoogelt. Und dann
ist nicht viel vorbei. Spannender als Covid. The Last of Us. Ja. Ja, guck mal, sicher. da wo es ganz hoch ist, habe ich angefangen, dir zu sagen, guck das mal. Das war so im Film. Und da ja. hier hinten, wo es ganz unten ist, hast du es dann endlich geguckt. Ich bin jetzt so ein Antitrend-Typ, weißt du? Ich warte ab, bis die Sachen abgeflacht sind und ich halte mich immer an diesen Statistiken hier. Leute, schaut The Last of Us, wenn ihr es noch nicht getan habt. Turkey Earthquake, ne? Habe ich komplett vergessen, aber ja, da war ich ja auch was. Ich auch leider, ja, aber eigentlich voll scheiße gewesen. Da gab es sogar hier Dönerläden, die zugemacht haben, weil die ihre Familien irgendwie supporten wollten. Oh. Aber wie supporten die Familie ohne Einkommen, wenn die zumachen? Das stimmt. Naja, wir haben es auf jeden Fall ignoriert in der Türkei, weil gleichzeitig das Hogwarts Legacy-Debakel und Erdbeben durchs Land ja, ging. Ja, stimmt. Und ich muss sagen, ich mache gerade so einen kleinen Wandel durch. Also Ich habe festgestellt, das Spiel macht keinen Spaß, deswegen finde ich es jetzt auch doof. Nee, ich hab's gar nicht geholt. Nee, ich meine eher so dieses, ich verstehe beide Seiten. Die einen Seiten sagen irgendwie, thank you Rowling for Harry Potter, now fuck off und so, ne? Also Transpersonen, die halt sagen, sie mögen Harry Potter trotzdem, aber lehnen halt Rowling ab. Dann gibt's aber auch die sagen, I don't care what Hogwarts house you are, please support trans kids und so. Mhm. Es sind beides richtige Seiten und aktuell bin ich aber so, ich habe jetzt zu Weihnachten die Filme gesehen, also zumindest drei davon wieder und bin halt wieder voll drin gewesen. Es sind einfach schöne Filme, schöne Geschichten und versuche aber das zu konsumieren, ohne Rowling so krass zu supporten. Ja, kann man ja machen. Und Hogwarts Legacy würde ich mir auch eher dann holen, wenn es gebraucht ist zum Beispiel. Mal gucken. Ist, glaube ich, eins der erfolgreichsten Spiele des Jahres gewesen. Ja, sicher. Hat keine Awards gekriegt, aber ich glaube, dass diese ganze Debatte dem schon beim Erfolg geholfen hat. Meinst hätte man es eher totgeschwiegen so, hätte das Spiel weniger Erfolg gefeiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gab es auch einige Trotzkäufer und so. Naja, aber gerade Hogwarts Legacy ist ja da auch dafür bekannt, dass man ja auch da trans sein kann. Also man kann ja zu einem gewissen Grad irgendwie sich männlich aussehen lassen, aber eine weibliche Stimme haben und umgedreht und so. Ja. Und kannst wohl irgendwie auch aussuchen, ob du Wizard oder Witch sein willst, egal wie du aussiehst. Es ist schon trotzdem ganz, also relativ rogue gewesen. Ja, wie gesagt, die Frau hat ja mit dem Spiel auch nichts zu tun. Sie verdient halt nur einen kleinen Prozentsatz dran. Ja, und hat wohl auch nur eine einmalige Zahlung bekommen, wurde mir mal gesagt. Irgendwie einmal für die Rechte und so. Und egal, wie oft du das kaufst, die kriegt nicht mehr dafür. Ja, lass uns nicht weiter darüber reden. Das nächste war dann GPT-4. Das war dann, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber die neue Version von ChatGPT, die dann ein bisschen mehr kann, die aber, glaube ich, kostet. Weiß ich nicht, habe ich bis heute nicht auch, ja. getestet. Und dann Sudan War. Haben wir das thematisiert? Das ist komplett wieder vorbeigegangen, weil das hat kein Schwein interessiert, was im Südsudan passiert. Oder im Sudan. Das habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen. Das läuft halt bis heute noch und nobody gives a shit, weil es ist halt nur der Sudan. Was kümmert uns Afrika? Das ist schon mies, oder? Es ist traurig, aber es ist halt die was muss Afrika machen, damit wir endlich mal einen Fick geben? Bei uns nach Hause kommen. Vor der Tür stehen von Europa. Stimmt. Das ist dann erst, wenn wir uns um Afrika kümmern. Ist Berlin schon wie Afrika? Das war... Da gab es ein Video von gesehen. Einmal Abdallah von Galileo. Der hat irgendwie gesagt, warst du schon mal in Afrika? Und das Mädchen sagt, ich war schon mal in Köln. Also es ist ja fast Afrika. Ja, aber und das wird dann so abgebrochen. Ja. Und man weiß nicht genau, also ich weiß es zumindest nicht, wie es wirklich weitergeht. King Charles dann das nächste natürlich. Ich war kurz vor seiner Krönung noch in London, wo er alles vorbereitet worden ist, wo schon die Bühne stand und überall war sein Gesicht und so und ganz viele Fahnen und sein Motto. Ich hoffe, sein Gesicht ist nur auf seinen Schultern. Ja, hoffentlich bleibt es auch dort. Naja. Ja, das war auch ein großes Ding, dass die Queen jetzt doch gestorben ist. Wir haben es jedes Jahr vorausgesagt. In dem Jahr habe ich mal gesagt, nein, jetzt stirbt sie nicht. Dann ist sie dran gestorben. Hm. Ich sage auch, dass Kevin Russell... Ich sage, nee, alles gut. Nee, ich will jetzt alle alt werden und gesund sind und egal, wie dumm die sind. Das nächste ist was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Was ist Yoasobi? Klingt wie eine Mischung aus Wasabi und Star Wars. Das irgendwas. Hat da angefangen und zieht sich durchs Restjahr. Also ich glaube, wir haben da eine richtig harte Bildungslücke. Ich google das mal eben. Yoasobi. Yoasobi. Bestimmt eine Musikgruppe. Ach so, ja gut. Vergiss es. Ein japanisches Musikduo. Noch nie gehört J-Pop. Hm. Ja gut, dann ist es doch nicht so wichtig. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt bestimmt richtige Banger-Songs. Ich finde es auch immer so eine Hürde, solche Bands zu hören, weil die in ihre Songs immer so diese Schriftzeichen sind. Ne? Und die kann ich dann immer nicht lesen. Kann man nicht googeln. Ne? Nee, kann man nicht googeln. Naja gut, Yoasobi, herzlichen Glückwunsch. Ist eine Barriere. Dann Reddit-API. Wir haben berichtet darüber, dass Reddit die Drittanbieter abgeschaltet hat und man, wenn man jetzt Reddit mobil verwenden will, die offizielle Trex-App verwenden muss. Man muss ja auch sagen, es sind ja auch die internationalen Charts, ne? Also was jetzt für Deutschland irgendwie relevant ist. Da kommen wir noch später mit dazu.
Ja, aber hatte ein sehr kurzes, sehr hohes Pieken und dann war es schnell vorbei. Ein Sturm im Wasserglas, könnte man meinen. Aber hat es geschafft hier in die Liste. Und ist halt nach wie vor nicht so geil, muss ich sagen. Also Reddit ist Fun, habe ich schon sehr, sehr gerne genutzt. Titanic Submarine, natürlich. Ja, natürlich. Guck mal, was das? Das war ja wirklich nach 2 Wochen komplett wieder raus aus den Medien. Stimmt, stimmt. Na klar, es ging jetzt sehr schnell. Es war ja erst ein ganz großes Drama um diese Milliardäre, die da im Wasser verschollen sind, die man retten wollte. Und ach, wir hören Klopfgeräusche und so, müssen die noch retten. Dann sind die ja schon am selben Tag gestorben, innerhalb von wenigen Minuten. Ja. Also es war alles vergebens. Gluck, Gluck, Gluck ist unsere professionelle Einordnung dieser Thematik. Dann haben wir ein nie dagewesenes, ich kann nicht mehr reden, Phänomen. Barbie und Oppenheimer, fast deckungsgleiche Hypewellen und Google Search Trends. Aber Barbie war ein bisschen mehr. Barbie war ein bisschen mehr und ein bisschen früher den Peak und Oppenheimer nach hinten raus eher den Peak. Mhm. Aber sonst fast deckungsgleich. Ja, das stimmt. Und das gab es halt so, soweit ich weiß, im Kino noch nicht, dass ein Barbenheimer entstanden ist, dass Leute quasi in beide Filme gleichzeitig gegangen sind, dass das wirklich so ein Social-Media-Phänomen war. Ja, die haben sich halt geklont, ne, und haben sich aufgeteilt und sind dann in beide Filme gegangen. Gleichzeitig, ja. Haben ein Auge hier, ein Auge da. Nein, aber dass das auch so mit Social-Media-Trends einhergegangen ist, man zieht sich irgendwie pink an für Barbie und zieht sich einen Anzug an für Oppenheimer und filmt sich, wie man dann im Kino ist und so. Das gab es schon vorher auch bei The Minions und so. Ja, aber nicht als ein Duo-Ding, weißt du, dass, jetzt mal angenommen, deine Freundin geht da rein, ich gehe hier rein oder hey, Barbie, finde ich witzig und das ist mir zu düster und dann wird sich das so aufgeteilt oder man guckt sich beides an, dass das wirklich so ein Event war. Ah, okay, zwei Filme, die nichts miteinander zu tun haben, die auch irgendwie gar nicht zusammen gemarketet wurden, sondern wirklich ganz organisch so entstanden sind. Also das finde ich schon eine kleine Sensation dieses Jahr. Hast du beide Filme gesehen eigentlich? Ich habe keinen davon bis jetzt gesehen, weil Oppenheimer interessiert mich eigentlich nicht so und ist mir auch viel zu lang und Barbie, keine Ahnung, bis jetzt nicht so den Drive gehabt. Würde ich eher gucken, glaube ich. Bei mir war es umgekehrt. Ich dachte erst, dass mich Oppenheimer viel mehr irgendwie interessiert, weil ich ja so in Wissenschaft, Biopics und so voll investiert bin. Aber ich war am Ende dann doch gar nicht drin und Barbie hat mir voll geil gefallen. Ich war sogar zweimal drin und der war richtig toll. Und Oppenheimer war ja auch sehr in der Kritik. Und die sind ja auch so auf verschiedenen Polen. Also Barbie ist ja sehr feministisch und sehr viele Frauen natürlich im Vordergrund. Und bei Oppenheimer treten ja Frauen fast gar nicht auf und auch die Errungenschaften. Weil das die gute alte Zeit war. Eben, auch die Errungenschaften von Frauen werden da wohl sehr unter den Teppich gekehrt. Ja, es ist halt scheiße so. Aber ich würde mir angucken, wenn er mal irgendwie draußen ist, bei Netflix oder so. Ja, ich keine Ahnung, der ist halt echt lang. Das schreckt mich schon immer ab. Finde ich okay. Earth Overshoot Day haben wir dann kurz danach gehabt. Das wurde auch das ganze Jahr über relativ viel gegoogelt, sehe ich gerade. Mhm. Aber da haben wir ihn dann erreicht, kurz nach Release dieser Filme. Das ist, wenn wir die Ressourcen der Erde für das Jahr verbraucht haben. Aber das Jahr ist noch gar nicht um. Nee. Deswegen war das nämlich zu diesem Zeitpunkt. Kann gar nicht sein. Also zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Und vielleicht hat es damit zu tun, weil alle ihre Playstations und Computer angeschmissen haben, um die Earth zu overshooten. Denn Baldur's Gate kam raus. Von vielerlei Leute gelobt als das beste Spiel des Jahres. Mich schreckt das alles ein bisschen ab. Hab ich völlig vergessen. Ja, aber das hat 6 Awards und so gekriegt. Also es ist schon ein großes Ding. Und das Geile ist, also ich werde es früher oder später auf jeden Fall auch spielen. Ja, Count Your Tits, auch wenn ihr jetzt gesagt habt, es schreckt mich ab. Aber was ich zum Beispiel sehr geil finde, ist, dass das gar keinen Kopierschutz hat und trotzdem das erfolgreichste Rollenspiel ist. Also Kopierschutz nichts bringen, komisch. Ja, naja, und vor allem, wenn das Spiel einfach gut ist, dann haben Leute auch Bock, das zu kaufen. Natürlich. Stattdessen, wenn du unfertige Scheiße auf den Markt bringst, dann wird es halt irgendwie illegal oder sowas runtergeboxt. Aber es ist wirklich so, wenn du dieses Spiel dir kaufst, könntest du die komplette Datei auf einen USB-Stick ziehen, dann gebe ich dir das und dann installierst du das bei dir. So, ja. Und das ist, als ich das gelesen habe, dachte ich, was, das gibt's und das ist bei Baldur's Gate und das ist also wirklich sehr, sehr nice. Und da sieht man halt wirklich, wenn man einfach ein bisschen Herzblut da reinsteckt, auch wenn ich es jetzt noch nicht beurteilen kann, ne, weil ich selber nicht gespielt habe, auch, also die Perspektive, die Optik und so, das schreckt mich alles ein bisschen ab, aber ich werde es früher oder später tun. Und ist bestimmt absolut zu Recht hier in den Trends drin. Bestimmt. Glückwunsch. Also was ich halt mitgekriegt habe, ist, dass es halt wirklich dir wird nicht viel gesagt, du kannst so viel ausprobieren und an alles wurde aber gedacht. Also wenn du jetzt irgendwas machst und du denkst, ja, das wird doch nicht gehen, dann gibt es auf einmal eine Sequenz, die genau das vorausgesehen hat, dass das passieren könnte. Mhm. Und dann wird das quasi mit einer Sequenz belohnt, mit einer Video, dass du das halt irgendwie so gelöst hast.
Hatten wir das schon mal im Podcast, das Thema? Ich glaube, vor zwei Wochen bei den Video Game Awards. Ich meine, was ich gerade sagen wollte, KI und Videospiele. Ja. Ich glaube, dass das auch ein riesiger Toröffner sein wird für Spiele, die quasi unendlich lang sind, ja. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel GTA 5 als Beispiel, ja, wenn du das jetzt irgendwie gespielt hast und bist mit der Storyline durch, dass du halt mit einer KI noch weitere Missionen quasi generieren kannst, ja, die aber an dich angepasst sind, mehr oder weniger. Ne? Dass jeder Spieler, der dieses Spiel kauft, hat ein eigenes Spielerlebnis, weil die Missionen halt verschieden fortgeführt werden von dieser KI. Wäre geil. Das wäre krass. Das wird passieren, glaube ich. Das wird passieren. Ich glaube eh, dass der nächste große Step halt so in den Ausbau der künstlichen Intelligenz ist und nicht jetzt unbedingt Grafik oder so, weil die hat ja auch irgendwann mal ein Limit und Grafik macht ja auch, also das dauert einfach ultra lange, aber wenn du eine KI hast, die sich vielleicht auch selber irgendwie so ein bisschen füttert, dann ist das für Videospiele vielleicht eher jetzt so der nächste große Step. Aber wäre das nicht krass, wenn es so KI-generierte Spiele gäbe, die einfach, also die das nur fortführen, also die Entwickler, die machen das schon wie früher halt eine richtige Storyline und da kommt halt diese KI und macht das irgendwie, dass es halt immer noch weitergeht und mehr kommt. Und sogar bei GTA 5 zum Beispiel noch eine Insel generiert oder sowas, ne? Dass man noch auf eine Insel gehen kann. Also ich sehe es eher bei Storyline als bei sowas. Also, weil das wird dann auch generisch. Wenn das nicht per Hand ist, dann nimmt das ja Assets, die es schon gibt und dann erkennst du das wieder, weißt du? Also die sind ja eh limitiert. Also wir werden ja bei GTA 5 auch nicht jeden Baum einzeln generiert haben, also erstellt haben. Ja. Und die werden sich auch doppeln so ein bisschen. Und so Sachen, die nicht auffallen. Bei einem Baum ist es vielleicht nicht so schlimm, aber weiß ich jetzt nicht, ein Haus 1:1 kopieren oder so. Ich weiß es nicht. Andererseits diese komische Tech-Demo, die es, glaube ich, letztes Jahr gab, was so Matrix 4 zusammen rauskam. Mhm. Unreal Engine 5 müsste das gewesen sein, so ein Showreel. Das sah halt auch schon geil aus, aber also es sah halt aus wie eine echte Stadt, aber sah jetzt nicht aus wie eine geile Spielwiese. Das musst du ja auch mal unterscheiden. So, ob du jetzt, wenn du 1:1 New York nachbaust, ist das vielleicht gar nicht so geil in einem Spiel. Ach so, stimmt, weißt du? Ja. Und deswegen weiß ich nicht. Aber gucken wir doch mal weiter. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit. Wir haben nämlich als nächstes Chandrayaan 3. Wussten wir natürlich beide, was es ist. Das ist eine Raumscheiße. Hm. Eine Raumscheiße der indischen Behörden ist. Toll. Prigozhin haben wir als nächstes. Schön. Ja. Gucken mal, da ist aber ein großes Loch dann bei den Trends. Tja. Der ist da ein bisschen gestorben. Ich weiß nicht, ob der Trend da anfängt. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, hier fängt der Trend an, als der Aufstand war. Genau, als die dann die Wagner-Truppen dann gegen Moskau marschiert sind und wollten wohl einen Putsch starten. Ja. Und dann über Weißrussland oder über Belarus dann quasi Verhandlungen geführt worden sind. Dann sind sie wieder abgedüst und alle haben gesagt, der Chef der Wagner-Truppe, der macht bald einen Absprung und so war es auch dann gewesen. Da gab es einen Flugzeugabsturz und es ist wohl ganz offensichtlich ein Anschlag gewesen. Es ist, wie es ist. Okay. Wenn du hier Fußball googelst. Ja, musste ich halt, weil Inter Miami CF ist halt das nächste. Clubfußball, ich weiß nicht, das scheint sehr kontrovers zu sein und Messi geht da jetzt scheinbar hin. Das ist eine News vor einem Tag. Ich weiß nicht, was das Skandalkicker so schlimm macht, aber war dann halt irgendwie, Florida, okay, ja. Es ist halt Fußball. Kann man sich halt denken. Es ist halt Quatsch alles. Ich weiß nicht, meine was da Meinung jetzt so tragisch dran ist. Ach, das ist irgendwie mit David Beckham. So, und dann Israel-Gaza-War natürlich, ja, ganz gut, groß. Ja. Und das ist hier tatsächlich irgendwie der letzte große Trend. Also seitdem ist scheinbar in der Welt nichts passiert. Im Oktober hört jetzt wirklich so ein richtig großer Peak von allem auf. Jetzt kommt der Beauty Palace Profilbild Hype noch ganz. Ja, mich wundert, dass hier GTA 6 zum Beispiel im Dezember nicht noch gelistet ist. Vielleicht haben die das früher geschlossen. Wahrscheinlich wegen Redaktionsschluss oder so. Ja, faule Schweine bei Google, echt. Ja, noch ein paar deutsche Trends, die ich aufgreifen wollte, und zwar einmal der Rammstein-Skandal. Ne? Mhm. Also absolut. Das war ja das Jahr von den Rammstein, also das Anti-Jahr von Rammstein, die ja jahrzehntelang irgendwie die Musikszene bestimmt haben und als erfolgreichste deutsche Band galten. Und irgendwie, ich will nicht sagen, Everybody's Darling waren, aber die waren irgendwie nicht angreifbar. Die hatten halt sehr kontroverse Musik gemacht und sehr kontroverse Musikvideos und so und Konzerte. Aber man konnte immer sagen, ja, die sind aber in Ordnung und so und es ist alles nur Kunst. Und das ist jetzt völlig gekippt und jetzt sagen einige Menschen sogar, dass Rammstein sogar unter die bösen Onkels sind und unter Freiwild. Zu Recht. Und dass das mal passiert, hätte ich nicht erwartet. Zu Recht, Tino. Und du hast die jahrelang unterstützt. Du bist so richtig.
Richtig nationalsozialistisch. Es bleibt gute Musik, muss man sagen, und so. Es bleibt einseitige, langweilige. Ja, es bleiben gute Konzerte, gute Videos und so, ein cooles Konzept, aber so wie sie sich jetzt verhalten haben dieses Jahr und was jetzt rauskam von über Lindemann, ist nicht in Ordnung. Auch beim Band Aoki gestern gab es jemanden, was, der... Was aus seinem Penis alles rauskam. Das auch, aus der Peniskanone. Auch beim Band Aoki gestern war es ja so, dass jemand sich ohne dich gewünscht hat von Rammstein, dann kam er nicht auf die Bühne. Dann meinten die, ja, wer will jetzt trotzdem ohne dich singen, und ich dachte schon, scheiße, und ich will das eigentlich nicht hören. Und dann haben die aber ohne dich angespielt vor Münchner Freiheit. Das fand ich ganz cool. Einfach als aus Protest fand ich ganz cool. Oder von Die Ärzte, die haben auch ein Lied, das so heißt. Das stimmt, aber ist nicht so bekannt. Dann noch, für mich eines der großen, genau, dann die Aiwanger-Affäre. Ja. War ganz groß, ne? Der bayerische Vizeministerpräsident, glaube ich. Der kam jetzt raus, dass er als Kind wohl antisemitische Flugblätter verfasst und verteilt haben soll. Ist trotzdem im Amt geblieben und so und wurde wiedergewählt. Anders als in Israel, als auf ein Festival antisemitische Flugmänner. Das stimmt leider. Verteilt worden. Das war auch das. Sorry. Das hätte schneller kommen müssen. Ist in Ordnung. Witz kam an. Das war auch ein großes Thema, na klar. Dann der Traktor-Terror jetzt, ja. Oh, das ist ganz schlimm. Das ist ein ganz großes Thema. Wenn die Traktorleute jetzt auch noch anfangen, orangene Farbe irgendwo hinzuspritzen. Man muss die ernst nehmen, dann Robin. Dann töte ich die. Man muss die ernst nehmen und sofort ihre Wünsche umsetzen, ist doch wohl klar. Dann auch der Nekrolog natürlich, ne? Die deutsche Stimme von Mr. Krabs ist gestorben und von Benjamin Blümchen, rest in peace. Eine Stimme meiner Kindheit ist tot. Und für mich, also... Ich muss sagen, für mich gab es einen großen Verlust dieses Jahr, neben Rammstein. Und auch nicht das Flüchtlingsboot zum Beispiel, wo hunderte Flüchtlinge sind, aber keiner mitbekommen hat, weil gleichzeitig die Titan abgesoffen ist. Es sind jeden Tag Flüchtlinge ertrunken und so, das ist alles scheiße, ist ja keine Frage. Aber für mich ein großer, prominenter Verlust war Bray Wyatt, Windham Road 100, The Fiend. Ein Profi-Wrestler, mit dem ich auch nicht groß geworden bin, aber seitdem ich irgendwie Teenie bin oder Teenager bin, gab es den irgendwie schon und so. In der Hose groß geworden? Bin ich nicht, nee, war jetzt nicht mein Typ. Okay. Aber war auf jeden Fall ein großartiger Kämpfer, guter Mikrofon, hatte richtig geile Storylines sich ausgedacht und Figuren mit The Fiend, ihr kennt das aus meinem Instagram vielleicht, ne? mein Jessica, meine Mitbewohnerfigur mit der Gruselmaske. Hab den übelst gefeiert, hab Puddies von dem und so, also Merch und so und drei Pappfiguren. Und der ist dieses Jahr an einer Corona-Infektion quasi gestorben, also an Nachfolgen davon, an einer Herzschwäche. Sehr traurig jedenfalls. Es war mein, echt ohne Scheiß, ich hab geheult, als er gestorben ist. Ich geb's zu. Und das war für mich sehr, sehr traurig. Ja, wo wir nämlich gerade bei sterbenden Wrestlern sind, ich finde es leider gerade nicht, aber du kannst mir das bestimmt beantworten. Da gibt es so eine ganz berühmte, aber eher ältere Wrestling-Familie, wo irgendwie drei von vier... Von Eriks, ja. Von ja, Eriks, und ja. Da gibt es nämlich jetzt gerade einen neuen Film. Mit Zac Efron unter anderem. Genau, hast du ihn schon gesehen? Guckst du den an? Will ich mal angucken, auf jeden Fall. Der wird von vielerlei Seite gelobt, vielleicht ist das ja was für dich. Ja, viele gehen da rein, es gibt auch so Memes, so du gehst in den Film oder willst den Film angucken, alle so geil, cooler Film, du gehst aus dem Film raus... Tränen überströmt. Ich kenne deren Story, das war echt eine sehr, sehr tragische. Das sind quasi wie die Kennedys des Wrestlings, ja, wo einer nach dem anderen irgendwie gestorben ist, tragischerweise, obwohl die viel Erfolg hatten und so. In dem Film wird sehr der jüngste Sohn übrigens komplett weggelassen, also nicht, dass du da enttäuscht rausgehst. Wahrscheinlich wäre das Overkill. Danke, Spoiler. Also, es werden irgendwie, die Leute haben gesagt, dass es sein kann, dass Leute, die Geschichte nicht kennen, sich denken, hey, das kann doch nicht jetzt sein, dass das so scheiße bei denen gelaufen ist. Aber deswegen ist es. Haben die denen halt komplett weggelassen. Oder aus Zeitgründen, wer weiß. Aber auf jeden Fall, den Film kann man sich angucken. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ich habe ihn jetzt gerade nicht gefunden. Aber der ist gerade schon in aller Munde. So wie der Herr Scholz, unser Lieblingspirat, war. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt, als ich gerade in Japan war. Und wir haben übrigens als Deutsche die Basketball-Weltmeisterschaft geschafft. Das interessiert wieder keinen, weil es kein Fußball ist. Sowieso nicht. Und eine Löwin war in Brandenburg unterwegs, angeblich. Ich dachte, ein Tiger war es, oder? Nee, es sollte eine Löwin sein, aber es war ein Wildschwein. Stimmt, angeblich. Das hat auf jeden Fall die Welt in Atem gehalten. The Iron Claw heißt der Film. Ah, ja, The Iron Claw, ein Filmdrama von Sean Durkin. Da geht es um die Wrestling-Familie von Erich.
in den 60er Jahren. Sehr tragisch. Gibt es auch Dokus darüber, die ich auch schon gesehen habe. Also echt, das ist so, ihr müsst keine Wrestling-Fans sein, um den Film gut zu finden, weil die Geschichte einfach so tragisch ist und so vielfältig ist. Auch schöne Seiten hat, ne? Aber wenn ihr Leute leiden sehen wollt, wenn ihr das mögt, dann guckt euch den Film bestimmt mal an. Aber ein aktueller Film gerade ist auch übelst im Hype gewesen. Ich habe mir auch angeguckt. Aktueller Film, Netflix. Oh Gott, wie heißt der denn? Der ist gerade richtig auch sehr kontrovers diskutiert worden. Ja, was geht's denn? Vielleicht kommt ihr ja drauf, liebe Leute. Da geht's um einen jungen Mann, der an eine neue Uni kommt, zum Studium oder College kommt, und er ist halt sehr schüchtern und so und sehr verhalten und lernt halt den beliebtesten Dude von der Schule kennen, von der Uni kennen, freut sich sehr dick an und zwischen den beiden wird es immer so ein bisschen flirty. Jedenfalls ist der reiche Dude halt, der beliebte Dude ist auch sehr reich und er nimmt dir halt diesen Nerd mit auf sein Anwesen und so weiter. Weil er halt keine Familie mehr hat, der Nerd. Und da beginnt halt ein übelst krasser Sommer mit richtig krassen Geschehnissen und auch Szenen, die sehr kontrovers sind. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. So ein Shit. Naja, wie dem auch sei, vielleicht fällt es dir wieder ein, was uns ähnlich in Atem gehalten hat, war der nicht vorhandene Zuckerberg-Musk-Fight. Stimmt. Ganz enttäuschend, dass sie sich nicht die Schnauze poliert haben. Hätten sie vielleicht beide mal verdient. Ja, das war auf jeden Fall so ganz wichtig. Nicht so wichtig aber wie Dragon's Dogma 2, was natürlich einen ganz tollen Gameplay-Trailer bekommen hat. Das heißt aber, nächstes Jahr, wenn es endlich erscheint, dieses Spiel, wird eine 10 von 10. Dieses Jahr müssen wir nochmal reden, obwohl wir hatten ja den GTA 6-Trailer, den wir jetzt nicht nochmal groß besprochen haben. Mhm. Aber das war schon nochmal so eine Sache. Übrigens jetzt, um nochmal was Aktuelles reinzuwerfen, ein weiterer Putin-Freund ist mal wieder aus dem dritten Stock aus dem Fenster geflogen diese Woche. Interessant, Dinge passieren in der Weltgeschichte. Hast du es gefunden mittlerweile? Ich glaube schon, der Film heißt, warte. Nee, doch nicht, nee, scheiße. Falscher Film. Ich lese mal noch ein paar witzige Google-Anfragen, also was Leute so bei Google googeln rein. Und zwar, was ist KI? Was kann KI? Till Lindemann ist natürlich ganz oben dabei. Taylor Swift übrigens, Person international auf Platz 2 von Harry Kane überholt. Mhm. Abschiede. Tina Turner, Matthew Perry, Rosi Mittermeier, Tatjana Patitz, Shithead O'Connor, Ken Block, stimmt, Tim Lobinger, Elmar Wepper, ich wusste gar nicht, dass der Jugeni heißt, Alter. Jugeni Brigoshin. Ah, nicht auch Roger Whittaker. So, hier, wie Fragen. Wie tief liegt die Titanic? Wie alt ist Jürgen Drews? Wie nennt man Engel ohne Flügel? Das sind so wichtige Fragen. Wie schlafen Wale? Wie viele Länder gibt es? Richtig gut. Wie alt ist Dieter Bohlen? Leute, lasst den Typen endlich ruhen. Was ist der Gazastreifen? Was ist ein Kibbutz? Das sind so Fragen. Warum wurden Fake Lashes erfunden? Ist Nummer 1 der Warum-Fragen. Warum-Frage Nummer 2. Warum ist Krieg in Israel? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Das fragen wir uns alle. Wenn Google das weiß, dann ist das auch toll. Wednesday hat es auf die 2 der Serien geschafft. Dieses Jahr. Auf der 6 ist nur The Last of Us. Peinlich. Gestern waren wir noch Kinder. Das scheinen wirklich die deutschen Trends zu sein, weil das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Filme auf Platz 1 Oppenheimer, Platz 2 Barbie, also hier ist es entschieden. Ach, witzig. Platz 3 Avatar 2, Platz 4 John Wick Kapitel 4, habe ich gesehen. Finde ich sehr wunderschön. Ein strotzdummer Film, aber er sieht einfach, da willst du dir die Finger lecken. Diese Neonlichter ist einfach wundervoll. Im Westen nichts Neues auf der 5. Auf der 8 immer noch Everything Everywhere All at Once. Haben wir den nicht quasi im 2022 noch gesehen? Ja, ne? Ich glaube auch, ja. Dezember 22 ja. Muss es gewesen sein. Der hat trotzdem nochmal hier die 8 erstürmt. Memes. Ohio, let me do it for you, Scholz, Petro Pascal. Verstehe nicht. Kevin James hatte ja auch so eine Phase. Stimmt. Bis heute. Klimafragen. Ja. Klimaschutz. Was kann ich tun? Auf der 1. Was ist der Klimawandel? Auf der 2. Was tun gegen Klimawandel, ja, gut. Ja, doch. Im Alltag. Wer bezahlt die Klimaaktivisten? Nee, Moment. Wer bezahlt die KlimaaktivistInnen? Und wer bezahlt sie außen? So, was sind KlimaaktivistInnen? Ich kann mir fast nicht vorstellen, das muss eine Zusammenfassung gewesen sein. Ich glaube nicht, dass Leute, die fragen, wer bezahlt die, dass sie dann innen schreiben. Nee, natürlich nicht, nee. Es wurde im Nachhinein gegendert. Scheiß Google.
Ich komme nicht auf den Film, ich finde ihn auch gerade nicht. Posthumes Gendern. Aber den Film gibt es. Da gibt es jedenfalls eine kontroverse Szene, wo jemand einen Krab fickt. Und das finde ich halt ganz... Und es war wohl in dem Film improvisiert. Weil so der Hauptdarsteller das irgendwie wollte. Und, ja, aber ist es denn ein echtes witzig. Grab? Nee, aber... Naja, dann halt. Ist doch da überhaupt nichts verwerflich dran. Nee, aber es ist halt einfach in der Story einfach absurd. Also sehr spannend. Fuck a Grave Movie. Oh ja, das war toll bestimmt bei Google. Sex in Cemetery. Nee. Tino, du hast es geträumt. He fucks a grave in this movie. Don't do it. Aha, das kann es sein, oder? Saltburn, ach so. Ja, genau, Saltburn. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Den hat Jackie mir doch vorhin erst geschrieben, dass ich mir den nochmal angucken soll. So, hoffentlich kann es... Also, toll, jetzt bin ich gespoilert. Nee, das ist, glaube ich, das nicht für die Story so relevant. Aber passieren halt Sachen. Und es ist ein Film... Turn after turn after turn, also das ist richtig, richtig geiler Film. Kann ich Saltburn sehr empfehlen, damit euer Hirn burn. Okay, bin ich gespannt. Und man kann auch Pimmel sehen. Ja, ansonsten war es das erstmal mit einem groben Überblick. Ich finde trotzdem, wir sollten nochmal GTA 6, den Trailer, ja, hier erwähnen. Stimmt. Ich habe vorhin erst ein Video gesehen, wo jemand nur anhand des Trailers ein 3D-Modell der Map baut. Weil man ja ganz im Hintergrund Gebäude sieht und das dann so, ne? Und dann kann der durch die Map fliegen in 3D. Es ist insane, was Leute anhand von einem Trailer... Also er weiß, dass die Leaks sind, aber er wollte explizit nicht anhand der Leaks das rekonstruieren. Es gab wohl auch so Videos, wie sie den Trailer nachgebaut haben in GTA 5. Ja, gab's einiges in Fortnite, in Minecraft, aber ich finde das... Lego also, vielleicht noch, weiß ja, ich nicht. Ja, gab's alles. Aber dann nimmt man was Geiles und macht es beschissen. Also indem man es in Minecraft nachbaut. Ja, ich bin auch kein Fan davon. Das sieht einfach nur scheiße aus. Sorry, Leute. Ja, also was geben wir dem Jahr? Ja. Aber also ich muss sagen, es war ein krasses Jahr. Schon, ne? Israel ist halt auch so ein Ding jetzt. Und noch ist Israel an dem Punkt, wo wir nicht aufgehört haben, einen Fakt zu geben, weißt du? Weil es noch frisch genug ist. Zum Beispiel jetzt, also Sudan interessiert ja gar keinen, ja? Aber leider, ja. Ukraine interessiert halt auch schon fast keinen mehr. So. Wo es auch da sehr akut ist. Also, aber sagen wir, eine 10 ist echt erst so Weltkrieg, ja? Ja, 10 können wir nicht geben. 10 ist Weltkrieg. Also ich bin so bei einer 8,5, maximal 9, aber auch nur wegen neuem Trailer zu Dragon's Dogma und Trailer GTA 6. Also ich bin bei einer 8,9. Ich bin echt kurz von der 9, aber noch nicht ganz dran. Mhm. Eben aufgrund des Krieges und so. Dann von Rammstein, dass die so abfallen, war für mich ein riesen Schock, Alter. Das stimmt, Rammstein, ja. Also für mich war das riesig. Und halt ein paar Nekrologe. Also ich bin schon bei einer 8,9. Sag mal 8,6. Ja, dann können wir aber auch 8,5, um es glatt zu machen. Okay, machen wir 8,5. Finde ich okay. Weil wir haben ja nächstes Jahr Präsidentschaftswahl. Da könnte stimmt. schon Luft und nach oben sein. Und Landtagswahlen. Uiuiui. Das wird ganz, ganz spicy hier. Ja, also für mich, muss ich auch sagen, war eigentlich ein solides Jahr. So jetzt rein persönlich, ja. Also ich war in Japan. Das alleine ist ja eigentlich schon mal eine 10 von 10. Das wird natürlich dann durch Sachen überschattet, wie dass ich die zwei Monate danach eher so rumgehangen habe. Ja? Mhm. Weil Japan halt geil war und dann war so, kommst du her, ist alles kalt und nach, so. Nach Sachsen war es wahrscheinlich das Gegenteil. Du kommst ja an und alles war so, oh geil. Ist ja wirklich so. Also ich habe jetzt Sachsen nicht gelitten, ja. Aber es war schon, als ich dann wieder da war, das war einfach geil, dann eine Badewanne zu nehmen, eine Pizza zu nehmen. Und jetzt fühle ich mich einfach wohl, auch hier gerade in der Wohnung zu sein, habe kein schlechtes Gewissen, draußen zu sein. Ich habe 7 Videos gemacht da am Stück. So. Ja, ein bisschen ist natürlich der Hauptkanal auf der Strecke geblieben die letzten Monate, weil in Japan halt kein Video entstanden ist. Das war dann ein Slippery Slope. Aber da geht es bestimmt dann auch nächstes Jahr weiter. Und ich weiß nicht, ist ja im Endeffekt egal, wo Content kommt, ob das auf dem Hauptkanal ist oder auf einem anderen, aber... Also die Sachsen-Videos, die Japan-Videos, die sind ja auch sehr, sehr gut, wie ich jetzt finde. Die sind halt nicht für ein internationales Publikum geeignet, ne? Deswegen erscheinen die da nicht. Aber wie gesagt, es ist ja egal, wo das kommt, das macht den Content ja nicht besser und nicht schlechter, genauso wie die Aufrufzahlen es nicht besser oder schlechter machen. Aber insgesamt, ja, ich hätte in Japan noch irgendwie ein Video machen können, das wäre geil gewesen, aber sonst war es schon ein Banger, ja. 2024 wird unser Jahr, Robin. Ich hoffe doch. Also ich habe festgestellt, ich mache jetzt meinen Skate-Scheiß auf Instagram seit 3 Jahren und habe quasi 21, 22, 23 immer so Best-Offs geschnitten. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dieses Jahr auch am wenigsten Skate-Videos gemacht habe. Und das muss ich ändern. Ah, okay. Es ist aber auch daher geschuldet, dass ich
geht jetzt sehr ins Detail, sorry, ich will niemanden langweilen, aber ich habe angefangen, meine Skate-Aufwärmroutine so zu machen, dass ich 80 Tricks, ja, die Basic 80 Tricks erstmal am Stück machen muss. Mhm. Und dann habe ich so eine Statistik erstellt, wie lange ich brauche dafür. Also am Anfang habe ich 80 Mal verkackt, in diesen 80, und jetzt bin ich schon bei, also ich einmal war ich unter 20. 79, achso. Mhm. Unter 20, und jetzt mein letzter Versuch war 23. Also, dass ich quasi 23 Mal einen Trick nicht schaffe, bevor ich alle 80 geschafft habe. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht. Und deswegen haben die Videos gelitten. Aber das ist für mich trotzdem ein Erfolg alles. Wer auch leiden wird, werden eure Gehörgänge. Denn wir haben jetzt noch nochmal unsere Playlist rausgeholt, die Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify, den ihr gern folgen könnt. Ja. Was ist denn dein Song des Jahres? Was machst du rein? Oder dein also Song, den du reinmachen Song möchtest? Song des Jahres ist wirklich schwer zu sagen, aber ich glaube, meine Entdeckung des Jahres, die ich mit am meisten gehört habe, müsste dann die Sonos-Click sein. Die hatten wir ja schon mal eingeführt, ach so, mit faul sein, aber wir können gerne noch einen nehmen. Klar. Planet Kumpel, wenn das noch nicht drin ist, weil den habe ich auch in meinem Best-of-Skate-Video Nummer 1. Und das ist einfach ein sehr positiver Song. Ja, da geht es darum, oh, in meiner Welt, wie ich sie mir vorstelle, da sind die Reichen nicht mehr reich, sondern die Armen sind reich und alle sind cool und es sind nur noch wir und keiner ist mehr die anderen, weißt du? Ja. Und das ist einfach ein wholesome Song. Aber wüsste ich jetzt nicht, ob das mein Song des Jahres ist, aber diese Entdeckung, also ich habe die, dafür, dass die relativ wenig Songs haben, habe ich die krass hoch und runter gehört. Da bleibt es idealistisch, denn ich mache von der Band So Cool Links und Bluthund den Song Todesstrafe für alle rein. Oh. Dann habe ich, klingt auch sehr holsam, ja. Der ist noch sehr neu, ist noch nicht drin, sehr gut. Und ich spiele nächstes Jahr auch in Weimar bei Good Rock Chiller, dem Punk-Festival. Könnt ihr gerne auch reinfolgen. Ist ein geiler Song, wie man Gleichberechtigung für alle erreichen kann, einfach indem man alle umbringt, Todesstrafe für alle. Geiler Song, kann ich nur sehr empfehlen und könnt ihr jetzt hören in der Brennholz-Untermusik-Playlist. Top. Dann ansonsten nicht zu viel böllern, ne? Also gibt mal mehr Geld aus für geilen Scheiß und nicht für Böllerzeug. Dann auch nicht irgendwie auf andere Menschen werfen, passt auf eure Finger auf und so. Yes. Aber Hauptsache eure Ohren bleiben ganz, damit ihr auch im nächsten Jahr den Brennpunkt hören könnt. Eure Ohren sind ganz geblieben, weil wir haben gar nicht thematisiert dieses Jahr, dass Otto einen Hit hatte mit irgendeinem Ausländer. Otto? Otto wurde gesampled von einem Berliner Typen und einem Niederländer. Der Chiago, ja. Ne? Ja. Hatten wir, glaube ich, nicht thematisiert. Pff, ja. 16 Millionen Aufrufe, das scheint ja richtig ein Ding zu sein. Ist ein cooler Typ. Ich mag die Musik nicht, aber ich finde ihn als Person ganz, ganz cool. Das geht nämlich musikalisch in eine ähnliche Richtung wie so ein Click, nur halt viel schlechter. Ah, okay. Ja. Dann reinhören bei Chiago und Otto. Nee, bei so einem Click. Dann guten Rutsch. Die Rutsch Niederländer nicht zu mit weit. Ihrem Gabber. Rutscht nicht zu weit. Grüße, Leute, wascht euch. Wir hören uns im neuen Jahr. Yes, viel Freut Spaß. Mich. Bis zum nächsten Mal. Und Hörerwunsch kommt auch noch. Stimmt. Sorry. Ist sogar Running Gag. Ja, kommt aber wirklich. Kommt, krieg mal hin. Stimmt. Tschüss. Tschüss.